Oh, worauf ich mich bei Mirage auch freue, ich habe ja die Collectors Edition vorbestellt. Das heißt, ich kriege auch diese wunderschöne Bassim. Oh, damn, da bin ich ein bisschen neidisch. Die ist, glaube ich, schon ganz schick. Ich habe leider nur die Deluxe Edition. So. Ich habe schon wieder alles daneben geworfen. Ich komme immer noch nicht mit den Tasten hier klar, mit E und C und ja. Immer die falschen. Ich wollte mir das doch mal auf meine Maus legen, damit ich einfach nur die Maustasten drücken muss. Achso, das ist schon wieder voll hier. Das ist auch so geil, wie das übersetzt ist, Baumstammschlitten. Ja, schön, wie die Eingeborenen uns jetzt da beim Holz transportieren zu gucken. Ich glaube, die sind interessiert. Ich glaube, die wollen sich uns anschließen. Ja. Die sind von der Baukontrolle. Schlaf erdolchen. Ja, die gucken, ob hier die Kranplätze auch verdichtet genau. sind und sowas. Denn, wie man weiß, müssen die verdichtet sein. Genau. So, hier. Zack, 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 zack. Ja, jetzt mal hier den hier mit. Ja, hast du, ist ja. das, hast du auch von anderen Teilen eine Collector's Edition? Also es gab ja irgendwie von ganz vielen Teilen so Figuren auch, ne? Leider nicht. Das ist ein bisschen schade, weil so von, gerade so von Origins oder auch von Assassin's Creed 2 oder sowas hätte ich echt gerne irgendwas. Hm. Aber wenn du dir das jetzt halt noch zulegen willst, das kostet halt Unsummen, leider. Gibt es die noch offiziell nee, im Store nicht. Oder? Nee, offiziell gar nee. Nicht. Nee, so Collectors-Sachen sind einfach so schnell... Ja, ausverkauft quasi und ja, kriegst halt so auf eBay und sowas. Hm. Dementsprechend kostet das. Nee, tatsächlich kaufe ich halt auch ganz selten Collectors Editions, weil die sind halt auch, ja, du zahlst ja mittlerweile 200 Euro plus manchmal für ja. so eine. Die von Assassin's Creed sind ein bisschen günstiger. Dann kriegst du so mit diesem Ubisoft Gold Coin Programm noch ein bisschen billiger, irgendwie so um 20%. Also von manch anderen Sachen, so wenn du die mal so, weiß ich nicht, von den Spielen von Square Enix oder sowas anguckst, das ist krass, mhm. was die mittlerweile kosten. Ja, das... Ich hole mir eigentlich immer nur die von Final Fantasy 14 und die kosten halt 200. Das ist, ja, das ist halt so das Einzige, was ich mir dann mal gönne, so alle paar Jahre. Ja, ich habe tatsächlich noch nie so eine Collectors Wow Edition gekauft. Ah. Oh, aber weißt du, wovon ich mir auf jeden Fall eine holen werde, wo ich auch echt aufpassen muss, dass ich das erwische, weil das ganz limitiert sein wird, haben die schon angekündigt, vom Gothic Remake. Oh, echt? Die haben schon angekündigt, ja, auch das auch einfach nur die physische Version allgemein wird sehr limitiert sein, haben sie gesagt. Muss aber warum? Aufpassen, wenn du das erwischen willst. Warum denn? Ja, keine Ahnung, gerade so PC, also physisch hat... Mittlerweile echt auf. So, du kriegst ja auch schon manche Sachen, die für PC kommen, kommen ja echt gar nicht mehr als ja, als CD quasi raus. Ja. Dass man irgendwie nur so eine Leerhülle hast mit Code oder sowas. Das ist eben das Zeitalter des Digi-Digi. Das digitale Zeitalter, genau. Und ich habe so gerne sowas in der Hand. Ich mag das, wenn das so im Regal steht. Jetzt auch bei Mirage, ne? Ich habe die Collector's Edition gekauft, die kriege ich zugesendet, da ist aber kein Spiel drin, dafür kriege ich dann einen Code. Ja. Das ist halt, ja, schwierig. Oder wie bei EA, einfach ich glaub, das Spiel zusätzlich kaufen noch. Ja, ja. Oh Gott. Alter, der Bruder mit der Fackel hier, ne? Ja. Ja. Oh, das sind mehrere. Zack. Au. Damn, du Penner. Der will unser Haus anzünden. Tja, dann gibt's jetzt Ärger. Ich wollte es friedlich tot? Regeln, ja, aber... Aber dann hast du es dir anders überlegt. Dann habe ich es mir anders überlegt. Dann kitzelte er mich im Nacken und das war zu viel. Ja. Oh, er ist tot. Mann, wo ist denn hier diese Anknüpfstelle da? Ich glaube immer da, wo der Hammer abgebildet ist. Kommen wir hier durch? Nee, natürlich nicht. Ah, diese Felsen hier. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Durch. Die sind wirklich... Ja, ich komme überhaupt nicht mit dem Karren durch. Wie bin ich denn da durchgekommen letztes Mal? Man könnte natürlich überlegen, ob man... Oh, das ist wirklich eine Scheißstelle. Ob man hier einfach lauter Türme und Plattformen baut und dass man sich unten gar nicht mehr bewegt quasi. Ja, ja, ebenso. Ich meine, wir wollen ja sowieso auf dem See bauen. Also hier werden wir gar nicht mehr so viel bauen. Wir könnten Holz natürlich auch hier links holen. Dann brauchen wir nicht immer über diese Steine drüber.
quasi einfach hier so da die Klippe hoch. Mhm. Ja, du warst. Nee. In die Richtung. Nee. Oh, jetzt komm! Jetzt. Mensch, geil. Wie viel sind's noch? 58? Was? Immer noch so viele? Müsste irgendwie eine schnellere Methode geben, Bäume zu fällen. Gibt es irgendwann, aber dafür müsste man halt weiter erkunden. Oh, oh, stimmt. Wir haben ja schon was da in der Hülle von gesehen, ne? Ich mach das. So. Ja, ich freue mich auch ganz sehr auf Assassin's Creed Mirage. Mhm. Okay, das geht das? Warte mal kurz. Geht los! Wow! Oh, oh. Da sind hier gerade zwei Bäume. Nee, drei sogar. Was? Ich habe gerade was rausgefunden. Das geht. Was? Man kann sich ja Sprengstoff bauen und den kannst du an einen Baum dran klatschen und dann macht's bumm und alle Bäume im Umkreis kippen um. Das ist ja geil. Okay, gut. Okay, jetzt wird hier richtig gerodet. Gut zu wissen. Warte mal, wie baue ich den? Du brauchst so eine Leitplatte, dieser Computerschrott. Oha. Eine Armbanduhr, also es braucht halt echt viel. Wobei, das finden wir eigentlich alles immer ganz oft. Ich glaube, das seltenste ist das Klebeband und die Armbanduhr. Den Rest haben wir immer zuhauf. So Münzen habe ich 1827. Wenn wir irgendwann mal runterkommen, wird erstmal gegönnt in der nächsten Bar. Ja. So, wo ist jetzt das Klebeband? Klebeband ist links von dem Alkohol oder über diesen Platinen. Perfekt. Habe ich nur noch 5. Und Uhren 2. Das ist ganz praktisch. Am besten irgendwo, wo halt so. Hier vorne sind, glaube ich, ganz viele, die zusammenstehen. Ich glaube, hier geht das ganz gut. Hey, ja, Mirage? Warte, ich bin sofort ausrüsten. Hm? Und jetzt. Genau, dann kannst du es halt irgendwie an. Das ist ein Knopf, mit dem du es an der Wand am Baum festmachen kannst, irgendwie. Okay, aber dann wirklich so, wo ganz nah welche stehen, oder? Oder ist das ein. Ich denke mal, hier unten sind, glaube ich, viele nah. Also da, wo ich da drauf zulaufe. C? Oh. Und wie. Und dann einmal weglaufen. Und weglaufen. Eins, zwei, drei, ach, krass. Vier. Ja, guck mal. Wir brauchen auf jeden Fall Sprengstoff. Ja. In der Höhle, wo wir das letzte Mal waren, lagen auch echt viele Uhren rum. Also im Zweifel haben wir da auch noch Uhren. Nur Klebeband wird dann schwierig. Ich würde mal. Ja, jetzt müssen wir nur die alle einsammeln. Ja, ich würde mir die Bäume hier mal vornehmen. Das ist natürlich geil. Ja, oh Gott. Ich hol schon mal die Karren, weil nicht, dass wir nachher unsere Bäume nicht wiederfinden. Ja. Ey, krass. Krass. Das ist schon sehr praktisch. Das ist ja richtig geil. Nice. Weißt, andere Leute machen Dynamitfischen. Genau. Wir machen Dynamit-Baumrodung. Geht das wohl mit Dynamit dann auch, wenn man das einfach wirft? Bestimmt. Bei Dynamit kannst du nicht herstellen. Natürlich, das brauchen wir noch für andere Sachen. Zum Beispiel, wenn mal wieder Fußgerät auftaucht und Aris und ich den damit wegmachen müssen. Und du bestimmt nicht in der Nähe bist. Das war eine Aktion, ey. Oh, das war so schön. Ich rette dich da, ich komme da runtergestürzt und dann höre ich dich noch sagen. Weißt du, wir fallen beide da runter, ich gehe direkt wieder hoch. Ja. Und ich so, wo ist du dann, komm her, Fuß, Fred. Wir wollten dich nur unterstützen. Wie viele Bäume hier rumliegen. So. Nein, verdammt. Snack. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, wo ich überall fällen war. Ja, eben darum. Wir müssten, glaube ich, immer einmal sprengen und dann wieder einsammeln, bevor wir die Stellen nicht wiederfinden. Weil hier in dem hohen Gras ist, glaube ich, echt problematisch. Hier liegen noch zwei rum. Ah ja, hier hatte ich noch gesprengt. Zwei, ich meinte 7, 8, 9. Genug. Schön. Ja, guck mal, das ist doch effizient. Ja.
Ja, was ich vorhin angeschnitten hatte, ich freue mich auf Mirage und am allermeisten freue ich mich auf den Parcours-Aspekt, denn den habe ich wirklich in Odyssey sowieso, aber auch in Origins war der schon sehr wenig vorhanden. Und genau, der wurde ja mit Unity eingeführt, ne? Und die haben das jetzt quasi dann nochmal verbessert wieder. Ja. So dieser, also das ist wirklich dieses Parcours-Rennen und wird, glaube ich, ganz cool. Oh, jetzt haben wir schon wieder Besuch hier. Hände weg von den Baumstämmen. Ja, no, es ist voll. Da passen viel zu wenig Baumstämme auf dieser Schubkarre, Schlitten, was auch immer. Ja. Ach, warte mal, wir können doch hier... Werft einfach die anderen hier runter. Dann landen die da unten am Wasser. Nice, die machen aber auch gut Parcours hier, die Kumpels. Ist gerade richtig nice, ja. Über einen Stein. Die freuen sich auch schon auf Mirage. Ja. Der eine ist auch hier, Desmond. Genau. Ja. Alexios war der Name, den ich gesucht habe. Ich habe gerade so, ich wollte halt einen Namen von einem Charakter nehmen, bei dem du halt eben schon Let's Played hast. Und ich sehe so, was hast du nochmal zuletzt gespielt? Ja. Aber Desmond kennt man. Und man hat ja, ihn ja auch in irgendwelchen Logs auf irgendwelchen Computern. Stimmt. Von ihm gelesen und so. Ich bin auch gespannt bei Mirage, ob man diese. Alter. Ob man diese, ob man den Animus wieder hat, ob man sozusagen in die Gegenwart kommt oder ob das alles... Stimmt. Ob man diesmal nur Vergangenheit spielt, ne? Ist die Frage. Ich tippe mal, dass man in den Animus kommt, weil du hast Valhalla gespielt, ne? Ja. Schon mal? Ich hab Valhalla gespielt. Okay, genau, weil Basim ist ja aktuell in der, ne? In der Gegenwart. Also könnte er sich ja selber sogar in den Animus legen und seine eigene Vergangenheit spielen. Mhm. Stimmt. Oder so. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Weil Layla ist ja nicht mehr Protagonistin ab dem nächsten Teil. Bin ich schon echt gespannt. Was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, weil ich mega interessant war, dass Mirage ursprünglich ein DLC zu Valhalla werden sollte. Genau. Und die sich dann eben dazu entschieden haben... Nö. Nee, da machen wir richtig Kohle. Da machen wir jetzt einfach ein eigenes Spiel raus. Genau. Da machen wir richtig Kohle, so Ubisoft-like. Nein, ich habe ja schon wieder das Klippenproblem. Also die Baumstämme fallen alle nicht so, wie ich das will. Wir müssen, glaube ich, immer den See gleich abgehen. Ja, also ich sammle so hier unten verteilt. Schon alles ein. Mhm. Aber ist okay, dann ist mein Weg nicht so weit. Ja. Ja, besser, als wenn wir jetzt alles hier oben runter schleppen müssen. Die Karren sind ja auch schon voll. Nicht runterspringen. So, nur noch 31 Baumstämme. Nur so viel haben wir ja sogar. Mehr als genug schon. Dann können wir direkt fürs nächste Projekt schon mitsammeln. Ja, und dann ist das Fundament fertig, Freunde. Wow! Dann ist auch schon das Fundament fertig. Oh, gehen die mir auf den Keks. Wird mega traurig sein, dass er da jetzt nicht mithelfen dran kann zu bauen, so gerne wie er baut. Ne, als du gemeint hast, hey, wir könnten ja schon mal dann ohne ihn aufnehmen, ne, schon mal bauen, da hat er auch gesagt, ach Mann, dann kann ich ja gar nicht mitbauen. Ich würde so gerne bauen, vor allen Dingen auf dem Wasser. Hat mich auch nochmal privat angerufen und eine halbe Stunde lang Rotz und Wasser geheult, dass er nicht mitbauen kann. Das hat ihn ja wirklich getroffen, also... Ja. Jetzt muss ich meinen Wagen wieder nehmen. Das Witzige ist, die versuchen die ganze Zeit anzugreifen und ich renne einfach mit den Baumstämmen hin und her und weiche den somit aus. Nice. Auch geil. Hm. Aber weißt du, worüber ich mich noch, also worauf ich mich noch mehr freue als auf Mirage? Das ist ja das Gothic Remake. Ja. Nächstes Jahr endlich. Ja, wenn es nicht wieder verschoben wird. Ja, das wäre natürlich ein bisschen belastend. Aber was man so gesehen hat, das sah ja echt gut aus. Es wird wieder dunkel. Die Baumstämme nicht. Wenn du möchtest, können wir auch nochmal pennen gehen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ich sehe nämlich gar nicht mehr die Stämme im Gras liegen. Oh, die Stämme. Kennst du noch die Stämme?
Sagt mir was, ja. Habe ich aber, glaube ich, nie. So ein, oh Gott, geh weg. So ein ganz altes Browser-Game war das, glaube ich. Ja, habe ich nie gespielt, aber sagt mir was, ja. Die Stämme. Die Stämme, ich glaube, da gab es immer übelst viel Werbung auf YouTube oder sonst wo. Alles gut? Nee, hier sind irgendwie 3, 4 Leute, die mir ans Leder wollen. Ich komme! Aber wirf nicht wieder Dynamit. Ich sehe halt gar nichts. Nee, okay. Nur wenn ich Fußfred sehe. Alter, 1, 2, 3, 4. Geht weg. Au! Aua. Geh weg. Schnell ins Haus, da sind wir sicher. Oh Gott, ich glaube ja. Ich glaube, wir sollen ins Haus gehen, da sind viel zu viele. Ich weiß halt nicht, ob man schlafen kann, wenn die Jungs da umher purzeln. Ja, mal gucken. Oh Gott. Ui. Weg. Sind die hier rein? Nicht? Oh, scheinbar schon. Scheinbar schon. Nice. Mal gucken, was passiert. Ob sie dann immer noch da sind. Oh, sie sind weg. Sie sind fort. Aber dafür ist ein Alligator direkt vor unserer Tür. Oh, sollte was essen. Ist was, Dog? Müssen wir nochmal Wasser abkochen. Ja, mach mal schön das Wasser warm für den Kaffee. Ich dir noch irgendwas? Mann, das Problem ist, man kann sich halt nicht so viele Bomben bauen, ne? Also... Ja, eben. Man müsste dann halt eben nochmal... Ja, gut, wie gesagt, Uhren gibt's, glaube ich, noch da, wo wir waren. In der Höhle, wo wir rausgetaucht waren. Als wir da rauskamen, da lagen ganz viele Uhren. So viele, die ich gar nicht mitnehmen konnte. Mhm. Aber Klebeband ist, glaube ich, das Problem. Das findet man, glaube ich... Also ich habe das, glaube ich, selten in diesen Koffern gefunden. Aber sonst... Wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube... Hast du schon mal mit Dynamit gefällt? Funktioniert das? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Ich habe auch nur noch 2 Stangen Dynamit. Ich weiß gar nicht, warum ich nur noch 2 Stangen habe. Ich auch nicht. Man könnte meinen, ich hätte beim letzten Mal welche aufgebraucht. Hm. So, wo kloppe ich die denn jetzt hin am besten? Ich probiere es mal hier. Zack. Mal gucken. Zack. In die Mitte. Nicht reicht das. Oh, es funktioniert. Hier könnte man eigentlich voll gut so einen Eingang machen. Es funktioniert. Was hast du gemacht? Aber ich habe nur 2 erwischt. Dynamit? Ja. Dynamit funktioniert. Immer die selbstgebaute Bombe hat vielleicht mehr Radius oder sowas. Nee. 3 diesmal. Sehr schön. Sehr schön. Oh, hier würde es sich lohnen. Zack. Ah. Oh ja, oh ja. Richtiges Waldsterben hier. Holy moly. Ich glaube, jetzt habe ich 5 oder 6 Stück erwischt. Okay, nice. Ich habe auch noch, also ich habe, glaube ich, noch eine und ich kann noch 2 bauen. Also... Nice. Da können wir noch einiges oh. uns an Holz gönnen. Weißt du, wenn Ares nächstes Mal eindockt, guckt hier einfach kein Wald mehr da. Ja, genau. Alles tot. Überall nur so Sprenglöcher, überall liegen so, weißt du, weil einfach so kollateralschadenmäßig bei den Sprengungen einfach auch Tiere und Eingeborene mit erwischt worden, überall so alle. Fetzen von Fleisch. Ja. Oh, man kann mit dem Ding ja auch rennen. Das ja. hätte ich vielleicht mal früher probieren sollen. Das geht. So, ziemlich gut. Hm. Guten Tag. Ach, schönen guten Tag. Schaut hier vorne. Junge Frau, hier liegt eine ganze Menge. Können Sie alle reinpacken. Ich würde mir am liebsten so ein kariertes Hemd überwerfen. Wir hatten irgendein Outfit mit so einem karierten Hemd. Vielleicht hast du das noch im Inventar. Ah, ja. Da schaue ich doch direkt mal. Ja, das ist es mir wert. So fürs Ambiente. Und dann so ein schönes kleines Mützchen obendrauf und so ein... Ach, du siehst ja, aber die sehen hier alle gleich aus. Ja, du musst halt einfach alle eins ziehen, dann kann ich dir sagen, ob es das Richtige ist. Nee, das ist es nicht. Oh.
Du hast einfach keine. Das ist es nicht. Du hast keinen Arsch mehr gehabt mit dem Outfit. Geil. Ja. Da war einfach durchsichtig. Genau, das ist jetzt. Da hatten wir auch in Rot. Warte mal, vielleicht habe ich das ja in Rot. Ich zieh auch mal an. Kannst mal gucken. Ich gucke. Aber das müsste ich eigentlich mal selber sehen hier. Oh, hier. Tarnklamotte. Habe ich das nicht mehr? Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Schöne Lederjacke. Sieht nicht so aus, leider. Hm. Da steht ja sogar drunter, was es ist. Graues Hoodie. Grünes Hoodie. T-Shirt. Nee, ich habe das leider nicht mehr. Schade, schade. Ja, hier Lederjacke passt. Ah, das sieht hübsch aus. So Biker-mäßig. So, hier geht noch. So, drauf, haben wir hier alles eingesammelt oder liegen hier noch welche? Nee, hier liegen noch welche. Da ist noch einer. Ein Reh. Hm. So. Ich glaube, unsere Karren sind schon wieder voll. Ah, verdammt. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch einen Karren, aber das ist Quatsch, weil wir können eh nur zwei. Du hast schon. Was ist mit deiner Hose los? Oh, und mit deiner Hose? Was? Bin ich. Ist die auch durchsichtig? Ja, so. An manchen, kurz vorm Schritt. Da fehlt einfach Text. Ja, genau. Du hast halt Beine, aber halt der Rest der Hose ist halt weg. Ui. Liegt vielleicht an der Rüstung oder so. Kann sein. Ach so, stimmt. Genau, die sehe ich jetzt nicht mehr. Ich denke mal, das ist eigentlich Rüstung. Das ist einfach nicht angezeigt wird. Oh, wir haben so viel Essen, aber ich habe Hunger. Hm. Oh. Hm. Nein. Nein. Tschüss. Muss mal gucken hier. Rohes, kleines Ich finde immer voll weird, dass unser Haus, wo wir eben gestartet sind, mir gerade da hinten angezeigt wird. Aber unser erstes Haus nicht. Das erste Haus? Genau, das, also da, wo wir das Let's Play quasi gestartet haben, wird mir hier nicht auf dem Radar angezeigt. Aber da, wo wir gerade eben gestartet sind, das schon. Ah. Da hinten. Kommt halt auf die Entfernung an. Hm. Ja, wo gehe ich denn hin? Ich gehe ganz falsch. No. So. Okay. Ja, schon wieder. Ja, da sind sie wieder. Ne. Der blöde Stein liegt hier im Weg. Na. Ah, oh, du blöde Zippe. Bin gerade hier am Fleisch sortieren. Mick. Oh, wir sind fertig. Juhu. Und es ist wieder krumm und schief. Ach, ich freue mich ja so. Toll, toll. Alles schön verschoben. Aber warum wird das denn so krumm und schief? Ja, ich weiß nicht. Da haben sich die Macher vielleicht gedacht, naja, gut, in echt, wenn du sowas baust. Ja, gut, sie, ja, gut, das stimmt. Halt da auch nicht gerade, aber... Alter, was will sie hier eigentlich schon wieder? So, jetzt ist die Frage, wie machen wir denn als nächstes weiter? Man könnte natürlich... Das Ding ist halt... Das Ding ist, je weiter wir in den See reinbauen, desto mehr Baumstämme brauchen wir, weil halt nach unten, ne, das ganze Gerüst quasi immer größer wird. Ach so, okay. So, das heißt, wenn ich jetzt hier weiter reinbaue zum Beispiel, dann haben wir nach unten ein Riesengerüst und das braucht viele Baumstämme. Deswegen, entweder wir können hochbauen. Wir könnten zum Beispiel hier so ein... Ach so, dass das hier so der Anfang ist und dann bauen wir hier einfach eine zweite Etage auf. Das braucht weniger? Naja, also nicht wirklich. Also wir können halt... Pass mal auf, ich kann jetzt zum Beispiel hier mal... Eine Wand rumzimmern. So. Das könnt ihr jetzt so machen hier. Mhm. Das Blöde ist halt, das ist so ein bisschen, was mir nicht gefällt, ist dieses, dass das hier so quer ist. Also, dass das nicht gerade ist hier so. Das ist so schief, diese eine Wand. Man könnte, ich könnte jetzt, muss ich jetzt wieder alles wegmachen, einzeln? Ja, muss man. Oder man lässt die hier gleich stehen und baut jetzt hier quasi. Könnte das funktionieren? Könnte es funktionieren?
Es könnte scheiße aussehen, aber es könnte funktionieren. Boah, das könnte gehen, aber das wird so viel Holz kosten. Holy moly. Aber ich probier's mal. Oh. Gucken, ob das jetzt klappt. Ich habe mir mal eben meine Maustasten programmiert. Mit E und C. Nice, Maustastenprogrammierung. Ja, ich habe halt schön an der Seite von der Maus halt noch, ich habe einmal so einen Aufsatz mit 2 Tasten und noch einen mit 12 Tasten. Das ist ganz praktisch für manche Sachen. 12 Tasten. Ja, das ist halt ganz gut, wenn du so ein MMO spielst, zum Beispiel sowas wie Final Fantasy 14, wenn du dann so zigtausend Skills hast, die du dir dann auf 1 bis 0 belegen müsstest auf der Tastatur und dann einfach die Hälfte davon einfach nur mit dem Daumen drücken kannst dadurch. Das ist ganz praktisch. So, sollen wir hier schon anfangen zu bauen oder bist du noch am gucken, wie man das macht? Ich baue hier gerade was und ich versuche es gerade zu bauen, aber das ist sehr schwer. Kannst du dich mal einen Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. So. Hier hinstellen, wo ich gerade stehe. Ja. Kannst mich auch wegschieben, so. Ja, so. Ja, genau. Ja, kannst gucken. Ja, okay. So, das müsste ja dann hier sein, oder? Ja, sieht gut aus. So, dann packen wir hier dorthin und wenn das jetzt klappen tut, wie ich mir das vorstelle, müsste das so nicht wirklich, leider ist es da. Ist vielleicht der Karren im Weg? Nee, das ist ja aber obwohl. Doch wenn man das jetzt hier anknüpft irgendwie, könnte es funktionieren. Muss ich hier noch stehen bleiben? Nee, ach so. Nee, sorry. Wenn man hier so Stümpfe hackt, dann gehen die weg, ne? Genau, den kannst du, glaube ich, wirklich weg. Der hier ist, glaube ich, hier so ein Weg. Ja. Wie kann man irgendwie triggern, dass der von oben zuhaut? Weil manchmal haue ich so seitlich und treffe dann einfach nichts. Habe ich das Problem auch immer so bei diesem Kopf? Ja, da musst du dich einfach in eine andere Position, weil irgendwann macht er das. Du musst einfach die Position wechseln, weiter weggehen oder so. Ist er jetzt weg? Ich glaube schon, ne? Okay. Oh, wir können. Ich lasse die Körper die ganze Zeit hier liegen. Wir können die trotzdem ins Feuer werfen. Ja, genau. Knochen brauchen wir. Das ist ja ganz wichtig. So, Rüstung ist, glaube ich, also wenn wir in eine Höhle gehen, ist Rüstung, glaube ich, echt. Also falls wir nochmal so eine Fußfred-Eskapade da haben zum Beispiel. Fußfred! Wo du brennst. Fußfred, ja. So, ja doch, das müsste hinkommen. Das könnte ganz cool werden, was ich hier vorhabe. Vielleicht aber auch nicht. Du kannst nicht mehr tragen. Wie soll ein Mensch das noch tragen? Oh, und Wasser müssten wir eigentlich auch mal kochen. Haben wir noch einen Top? Ja. Ja. Ich hoffe, wir können diesmal das Wasser holen. Wenn, glaube ich, letztes Mal das Problem. Ja, stimmt, es ging nicht, ne? Genau, dass wir irgendwie kein Wasser nehmen konnten hier. Wir haben noch gedacht, vielleicht ist das ja Salzwasser. Aber warum sollte es? Ja. Müsste ja trotzdem. Oh Gott, Alligator. Der im Boden versinkt. Oh, Fisch. Also, Essen geht uns echt nicht aus mit diesen Fischen hier. Nee, aber es müsste mal wieder regnen. Das ist wirklich. Ja, das wäre ganz gut. Wenn wir hier kein Wasser kriegen, dann stehen wir da. Mit dem Hut.
Fleischen. Ich finde es immer noch doof, dass man dieses kleine Fleisch nicht aufhängen kann. Das habe ich dann immer im Inventar und kann da nichts mit machen, dann verrottet das. Ja, das kannst du, das ist ein bisschen affig, dass du das nur braten kannst. So, haben wir hier eigentlich, wir haben hier Kollektor, ne? Ja. Ich stelle einfach mal noch einen dazu. Oh, der ist voll. Stimmt. Der ist voll, nice. Also du kannst hier deinen... Hast du noch zufällig einen Stock? Oder drei? Ein Traum. Ein Traum. Der Alligator da, den muss ich mal wegmachen. Der ist mir nicht geheuer. Ist aber krass, ne, wie einfach blutüberströmt diese Viecher sind, wenn man die so ein paar Mal piekst. Ja. Ja, damit. Du kannst nicht mehr tragen, Fleisch. Was soll das? Wo ist uns jetzt wieder hingefallen? Ach, nirgendwo. Okay. Ja. Brauchen wir noch? Ich habe schon überlegt, ob man hier jetzt sowas baut wie, ne, so ein Lager für Knochen und sowas. Aber es ist eigentlich Quatsch, weil wir das ja alles eher so drinnen dann haben wollen. Ja, das stimmt. Wir packen das dann alles rein. Übrigens, ja. Du kannst auch gerne auch was hier hinzimmern, ne? Ja. Ich habe das jetzt einfach nur gemacht, also... Ja, nee, das passt. Das ist so. Ich lass dich mal planen, weil wenn wir dann zu zweit irgendwas hinbauen, dann passt das nachher nicht. So, ich lass dich das mal machen und ich baue dann mit. Also, du, nicht, dass du das Gefühl passt hast, schon. Du darfst hier nichts bauen, ne? Nö, das passt schon. Toll, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich kann ja Ideen mit einbringen, aber ich glaube, es ist besser, wenn du das platzierst. Ich habe da so nicht so Ahnung, wie man das am besten macht. Dass es gerade wird. Ja, das ist auch nur nach Gefühl. Noch ne? mehr Fische. Deswegen, ich freue mich so auf The Forest 2. Da wird das Bauen so geil, Alter. Da werde ich 100 Baufolgen machen. Das ist echt cool. Ich habe da ein Video, dass das rauskam, von den Peeps geguckt. Das sah schon echt nice aus. Ja. Ui, hallo.